Jo moin Leute, was geht ab? Heute ist mal wieder der Samuel, auch Amaze Eye Frozen genannt. Könnt ihr ihn gerne ändern auf PS3, ist natürlich in der Beschreibung in der Name. Und der wird demnächst erst ankommen, das dauert noch so circa 2 Wochen. Und dann, ja, wünsche ich euch noch viel Spaß hier beim weiteren Video. Wir hatten uns gedacht, machen wir doch mal ein Video über das perfekte Call of Duty oder das Lieblings-Call of Duty der Leute. Also was wäre für dich das beste Call of Duty so? Ja, das beste Call of Duty wäre für mich ein Call of Duty, in dem es um Schmetterlinge geht. Nein, nein, Spaß. Um Schmetterlinge. Call of Duty wäre für mich ein Call of Duty, wo es nur 3-4 Waffen gibt, die ungefähr alle gleich stark sind, und 3-4 Perks, die ungefähr alle auch gleich stark sind, dass man nicht da wieder sagt, ja, oh, das Perk ist overpowered, zum Beispiel Lagebericht, oh, das Perk ist overpowered, oder eben. Ja, ja. Ah. Das Ding ist ja, es sagen ja jeder, egal was du für eine Waffe nimmst, es ist scheißegal, ob du jetzt UMP nimmst oder MP7 oder Typ 95, es ist wirklich scheißegal, welches Perk oder welche Waffe du nimmst. Alles ist immer overpowered. Wenn du ihn gekillt hast, sagt er, ja, super, UMP kann ich auch mitspielen. Dann spiel doch damit, es ist doch anscheinend overpowered, was soll das denn? Jedes ist irgendwie overpowered. Alle sagen immer, das ist overpowered, das ist overpowered, das ist doch so, oder? Und ich denke mal, wenn es, wie gesagt, nur ein paar Waffen geben würde, dann wird das auch nicht so sein. Also wenn jede Waffe so relativ gleich stark wäre, ne, also, und zum Beispiel wenn es keine Abschussserien geben würde, das würde ich ganz gut finden, wenn es nur Spezialist geben würde, ja, dann wäre es aber irgendwie auch schon wieder kein richtiges Call of Duty mehr, weil Call of Duty macht ja das aus, dass es richtige Abschussserien gibt, das ist ja das Ding. Aber so richtig der Skill wird eigentlich erst gezeigt, wenn man zum Beispiel erst Spezialist hat oder so, finde ich, oder? Ja, finde ich auch. Zum Beispiel ist es ja auch, ich finde CD eigentlich total unrealistisch in den Sachen Killstreaks, weil du hast so einen Button in der Hand und drückst den runter, dann hast du auf einmal den Nuke und sie untüristen dich damit selber. Mhm. Oder zum Beispiel bei der Moab in der W3, da tötest du dich, deine Gegner, aber dich selber nicht. Genau, vor allen Dingen das Ding ist, du musst ja in MW2, brauchst du glaube ich nur 7 Abschlüsse, sogar mit Hardliner nur 6, bis du deinen Harrier hast. Der Harrier macht das bis zum 11er Killstreak. Und dann hast du deine AC-130, das heißt, du brauchst 6 Abschüsse für eine Atombombe. Und das kann es ja eigentlich nicht sein, oder? Um das ganze Spiel zu beenden. Ja, das kann es wirklich nicht sein. Ja, das finde ich echt schon ein bisschen lächerlich. Wie gesagt, Spezialist ist eigentlich schon perfekt. Wenn es wirklich keine Abschussserien gäbe, wie ich vorhin schon mal erwähnt habe, dann wäre das Spiel für mich perfekt, muss ich sagen. Und wenn es natürlich nicht so, ja, es liegt natürlich, wie gesagt, jetzt auch an den Mitspielern, ne? Also, wenn ihr da nur Noobs im Gegnerteam habt, die rumtuben oder sowas, das ist natürlich richtig scheiße, muss ich sagen. Und sowas versaut dann auch oft das Gameplay. Und vorgestern habe ich mal wieder eine Runde Suchen Zerstören gespielt und dann, naja, weggenoobtube irgendwie 11-0 gehabt in Suchen Zerstören. Und das macht natürlich das ganze Gameplay wieder kaputt, weil man natürlich dann viel mehr Tode hat. Das heißt, die ganzen Spieler machen teilweise auch die Spiele kaputt und die bringen es auch so dazu, zum Beispiel wie in MW3, dass das Spiel einfach schlecht wird. Das Spiel ist an sich gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Wenn es zum Beispiel die FMG 9 nicht geben würde und ein paar Dinge, die ich natürlich nicht so toll finde, was gibt es denn noch in MW3, was scheiße ist? Ja, das Spawn-System, das geht gar nicht, also wenn man das Spawn nennen will, dann bitte, aber ich nenne es nicht Spawn, ich nenne es Erscheinen. Spawn ist nämlich was ganz anderes, oder? Ja, ich mag es auch nicht, dass die ganzen Spieler, die lassen sich von den größeren Kommentatoren, die bilden sich einfach keine eigene Meinung. Das ist ja wirklich so. Genau, das stimmt auch. Ich erwähne jetzt keine Namen, jeder sagt, boah, der und der YouTuber sagt, dass das Game scheiße ist. Genau. Ja, ich sag's dann auch, aber hallo, warum zockt ihr das Game dann, wenn es scheiße ist? Ja. Das macht doch keinen Sinn. Das ist, wäre als, keine Ahnung, Mann. Als würdest du dein ganzes Leben lang blaue Sachen tragen, obwohl du die Farbe blau hast. Das macht einfach von den keinen Sinn. Ja, da hast du gerade einen Punkt angesprochen mit den Kommentatoren. Es guckt, glaube ich, ich denke mal 80% der deutschen Spieler gucken bestimmt Kommentatoren, kann ich mir vorstellen. Oder zumindest schon mal ein Gameplay gesehen mit Commentary. Und wenn die dann sagen, ja, zum Beispiel, ich nehme es einfach mal als Beispiel Commander Krieger oder Elotrix. Elotrix sagt da sehr oft, dass MW3 scheiße ist, ne? Und selbst die jüngeren Spieler, also only, eigentlich nur die jüngeren Spieler, lassen sich da auf jeden Fall sehr stark von beeinflussen. Die denken dann, oh, Elotrix sagt, das Spiel ist scheiße, dann ist das Spiel auch scheiße für die. Und dann brauchst du da eigentlich gar keine Meinung mehr von denen zu hören. Also, das ist eigentlich die Meinung von Elotrix, die kleinen Kinder vertreten. Nein, aber der Elotrix, der hat aber auch keine Meinung. Egal wie groß der ist, aber guck mal, der hat keine Meinung. Der regt sich über das Spiel auf, verlost es. Und dann
bringt der, nachdem er das verlost hat, nochmal ein MP3-Commentary und ja, genau. Macht dann ein Video über den Aspergang, der durch die Wand schießt und schreibt dann, in die, also nennt den Titel dann MP3, irgendwie keine Ahnung, Osprey, voll unnötig. Wenn er das Spiel nicht mag, warum zockt er das dann? Ja, ich verstehe es auch nicht. Vor allen Dingen RCS verlost, das ist ja das Ding. Er verlost das Ding, also das Spiel, weil es scheiße findet. Und dann zockt das irgendwie noch und macht Gameplays? Live-Gameplays teilweise sogar noch? Also das verstehe ich nicht. Das muss ich echt sagen. Vielleicht hat er das auch früher mal. Die Gameplays hat er vielleicht früher mal erspielt. Vielleicht, keiner weiß es. Außer ja, er das selber. Keiner weiß es, außer er selber. Ist einfach so. Ja, was macht denn ein gutes Call of Duty für dich noch aus? Hast du noch irgendwas? Also, was könnte es noch ausmachen? Noobs hatten wir schon. Was könnte es denn noch sein? Also, wie gesagt, das Spawn-System habe ich auch schon angesprochen. Das nicht vorhandene Spawn-System, eher gesagt. Zum Beispiel wie auf dem PC. Da gibt es so dedicated Server. Das soll es bei uns auf den Konsolen auch geben. Das finde ich echt geil. Also das heißt, dass die Server haben auf dem PC, oder? Ja, das sprichst so, du hast so eine Serverlist, wo da 1000 Server sind und dann kannst du dir irgendeine Serverlist... Ach so, machen. Genau. Ja, ja. So wie bei Battlefield zum Beispiel auf der PlayStation, ne? Da gibt's genau. 24/7 Dome-Server oder so. Da zockst du nur Herrschaft. Das finde ich richtig geil. Ja, sowas ist echt geil. Das ist ja zurzeit auch so. Auf der PS3 habe ich heute gesehen. Aber halt genau, aber da kann ich noch gerade mal ein gutes Spiel zu aussprechen. Wie gesagt... Wir reden ja gerade darüber, was ein gutes Spiel ausmacht, ein gutes Call of Duty und, naja, ein gutes Call of Duty wird es nicht geben, weil es immer Hacker geben wird, weil du hast gerade den PC angesprochen, da gibt es immer Hacker, wenn das Spiel jetzt rauskommt, morgen, sagen wir jetzt mal, morgen kommt Black Ops raus, was wird es ja nicht kommen, aber sagen wir jetzt einfach mal, es kommt morgen raus, wir spielen es morgen, es gibt schon die ersten Hacker, die haben sich schon vor dem Spiel, vor dem Release schon drauf programmiert, also die ganzen Spiele, also das ganze Black Ops Spiel, haben sie schon vorher programmiert den Hack dafür, dass sie den schön in Black Ops reinmachen können. Und das kann es eigentlich nicht sein, die sollten auf jeden Fall einen besseren Schutz reinmachen, denke ich, oder? Also ich finde das mit den ganzen Hackern, zum Beispiel auf der PS3, ich muss sagen, ich hatte vor 2 Jahren oder so meine PS3 mal gecrackt, also gejailbreakt, und da konnte ich auch Spiele drauf spielen und so, habe auch mal so aus Spaß eine Hacked Lobby gemacht oder so. Aber so richtig online gehackt habe ich nicht, ganz ehrlich. Ich hätte es machen können, ich hätte wirklich die ganze Zeit rumfliegen können. Und ich hatte selbst so eine Mod-Lobby, aber das war jetzt nur für frei für alle. Das heißt also unter Freunden mal nicht mal so ein bisschen rumspringen, außerhalb der Map gehen oder so. Aber so online habe ich das nie gemacht, weil es ist doch einfach nur traurig. Es macht doch keinen Spaß zu hacken, was soll das denn? Ja. Also ich verstehe wirklich nicht, wie das irgendwie Spaß machen soll. Zum Beispiel auch Camper, die liegen sich in der Ecke, die kriegen doch gar nichts vom Spiel mit. Wenn die in der Ecke liegen, dann kriegt man doch nichts mit vom Spiel. Die Gegner laufen an einem vorbei, dann killt man mal wieder einen super. Das hast du dann. Was hast du dann? Dann 10, 15 Kills in der Herrschaftrunde oder in der Sprengkommando-Runde? Das kann es eigentlich nicht sein. Also ich habe selbst in MW3, wenn ich ehrlich bin, noch nie einen Hacker getroffen. Was ja, stark wundert. Hast du dich getroffen? Das fängt jetzt erst an. Also ich glaube, so seit 1-2 Wochen gibt es auf der PS3 sogar schon. Ja, auf der PS3 gibt es jetzt sogar schon Hacker. Mit der XP-Lobbys gehört, das finde ich eine Sauerei. Ja. Und die haben den Patch rausgebracht, die gehen jetzt anscheinend nicht mehr, aber trotzdem. Hallo? Und Ach ja, das war wahrscheinlich der Patch, weil heute kam ein Patch raus, ne? Ja, weil... Genau, das war er dann wahrscheinlich. Guck mal, die sind alle dumm. Guck mal, die sagen... egal, scheiß auf Community, das ist einfach so. Ja. Die sagen, Jungs, Infinity Award, euer Spiel, das spiele ich so schnell durch. Ja, okay. Was sollen die Herren da machen, wenn ihr... Ihr sagt, dass das Spiel, dass ihr das zu schnell durchzockt und dann macht ihr da noch XP-Lobbys. Ja. Wo man pro Kill 1 Million Punkte kriegt, man. Was heißt pro Kill? Die schießen auf den Boden und kriegen dann Punkte. Nein, ich war bei meinem Freund, der hat sich gerafft, der wusste das nicht. Der hatte am Ende 60 Kills, man. Der war ein Prestige oben und könnte ja während dem Spiel Prestige drücken, der wäre 4-5 Prestiges oben. Und dann labern die eiskalt, Jungs, sollen die Black Ops bis Prestige 960 machen? Ja. Vor allem irgendwie. Guck mal, wenn du, ja, wie soll ich das sagen, ein Prestige ist ja nicht richtig erspielt, wenn man es gehackt hat. Und wie macht das dann Spaß, seine Leistung nicht zeigen zu können durch den Hack? Also seine Leistung kann man ja erst zeigen, wenn man es nicht gehackt hat, weißt du? Wenn ich jetzt sage, ich bin Prestige 10, bin ich ja sogar gerade in MW3, deshalb passt das jetzt ganz gut.
Und ich habe alles selbst erspielt, ungehackt oder so, weil ich habe das Spiel noch nicht so lange, muss ich sagen. Ja, deshalb bin ich auch erst Prestige 10 und ich mache auch nur bis zum 11. Prestige, weil, ja, weil ich einfach keinen Bock mehr habe, weil es auch Black Ops 2 rauskommt, sonst hätte ich wahrscheinlich weitergemacht mit dem Prestige. Aber nun ja, ne? Ja, hättest du jetzt noch irgendwas so? Ja, ich hätte auch eine Anmerkung gegen Infinity Award, also gegen MW3. Also. Hey, ich habe gerade voll die Probleme gegen alle. Aber das stimmt doch, guck mal. Also, Infinity Award, frei für alle, die bannen voll viele bei frei für alle, die boosten. Dann bringt die eiskalt, die geborene verkackte Booster Mod raus namens infiziert. Diese Mod, die Ja, kommt doch nur genau. um zu boosten. Hallo, das ist eine reine. Das, ey, die wollen mir doch jetzt nicht ernsthaft erzählen, Alter. Ich wette, mehr als 60% haben bis jetzt schon mal einen infiziert geboostet. Ich kenne Ja, jeden klar. meiner Freunde, es ist der erste Mal infiziert gezockt. Ja, ich hab da mal geboostet. Jeden. Das ist die Lobby, die wurde zum Boosten erfunden. Ja. Die hat keinen anderen Zweck. Ich wollte gerade auch noch mal irgendwas fragen. Was war's denn noch mal? Hast du noch irgendwas? Dann kann ich so lange wieder überlegen. Ja, was hätte ich noch? Ja, ich muss selber Ah überlegen. ja, jetzt habe ich es wieder. Das mit den Hackern, das finde ich auch dumm. Also, du kannst ja einen einfach melden. Du kannst einen einfach melden bei MW3. Du kannst einfach drücken, melden. Dann bist du gemeldet. Auch wenn du nichts gemacht hast. Ja, Das finde ja, ich auch ja, ja. scheiße. Das ist eine Verarsche. Weißt du? Manche Freunde von mir, die wurden einfach so gebannt, Ja, weil sie einfach so von kann ich auch. irgendwelchen Spasten, kleinen Pisskindern, die einfach mal Bock haben, weil sie wahrscheinlich gerade verloren haben. Und ja, die wurden dann einfach gemeldet, obwohl sie nichts passiert. Die haben nicht gehackt, nicht einmal, die sind komplett clean gewesen im Spiel. Und dann wegen kleinen Pisskindern wird man dann gemeldet. Was soll das? Ey, das kannst du ehrlich nicht sein. Stell mal vor, du hast eine Sechser-Lobby, also im Gegnerteam, und die melden dich mal alle. Super, dann hast du deinen Account im Arsch. Super. Geil. Hammer. Ja, Gut oder gemacht. was auch gerade ziemlich rumgeht, ist dieses mit dem Account klauen und so. Ja. Es geht auch gerade übelst rum. Ich gebe dir entweder die klauen die Account oder sagen, ja, hier Account, Premium, 40 Euro, Prestige Level, irgendwas. Alter, Jungs, spielt am besten. Ihr müsst die Erfahrung. Ich wäre niemals so gut, hätte ich seit Anfang an alles selber gezockt. Ja. Weil wenn du die ganzen Waffen schon hast, du musst dich einfach hocharbeiten. Das ist auch im wahren Leben so. Das ist einfach so. Du musst die Erfahrung einfach mitnehmen. Ja. Guck mal, Und das ich ist hatte am genauso wie beim. Anfang, Ja. mal kurz, ich hatte am Anfang MW3 eine 0,3er Quote. Ich habe die Maps nicht gekannt. Die Amis da, die haben ja das Spiel 3 Tage vorher bekommen und die durften schon. Ich hatte leider die deutsche Version auch 3 Tage früher, aber ich durfte irgendwie, konnte nicht zocken. Ich war in der Lobby, dann hat es mich irgendwie rausgeschmissen. Ich habe mich so derbe hochgearbeitet, bis ich irgendwann mal auf einer 2,9 war. Und jetzt bin ich wieder gesunken, weil ich Sniper auf Gold habe. Jetzt stehe ich auf 2, aufgerundet 3. Ja, Ich genau. hätte es niemals geschafft, Mann. Und es gibt ja auch so Leute, die, ich glaube, ich habe mal einen gesehen. Genau, gegen den hatte ich Prestige. Ach, gegen den hat Prestige. Gegen den hatte ich mal Clan War gehabt. Der hatte, glaube ich, Prestige, keine Ahnung was, 15 oder so. Und die KD war über 10. Über 10. Ich sag mal ganz ehrlich, keiner hat eine KD von über 10. Das geht nicht. Sorry, das geht nicht. Und ja, da sieht man schon, dass er geboostet hat. Das heißt wirklich, er regelt. Also er boostet wirklich regelmäßig. Er war nämlich Prestige 15. Und wenn man da hier 10er KD hat, da kann man nur boosten, oder? Wie siehst du das? Also ich kenne nur einen, Durchgehend, also ich kenne wirklich. einen, der hat eine 9er Quote und der ist richtig kaputt. Das ist ein Ami und der macht Livestreams, eine Stunde, der reist da im Livestream, live, sprich live. In so einem Julus? Nee, ne? Nein, Weißt ich du? weiß gar nicht, wie der ist, der reist in einer Stunde live. Jungs, live, das müsst ihr euch mal geben. Das ist unmöglich, der reist da eiskalt, wenn es sein muss, 9-10 Moabs. Nicht Ehrlich jetzt? 9-10, sondern 9-10 Moabs, der Junge ist krank. Der macht eiskalt in seinem Live-Commentary, macht der da eiskalt eine Quad-Moab-Fail. Der hat eiskalt gefailt. Was, ehrlich? Ja, der Junge, der ist kaputt. Das habe ich auch mal bei, wie heißt denn nochmal, dieser, ich glaube dieser, nicht Isle of Cookies, sondern, warte, ich weiß nicht, wie der heißt, der geht auch ziemlich ab.
Banana Planter ist aber ein Hacker. Doch, ich meine, ich weiß doch auch, dass es ein Girl ist. Das ist so ein Wannabe-Gangster. Warte mal, ich weiß doch, wie der heißt. Jo, ich finde den gerade nicht bei meinen Abonnenten. Egal, der ist auch richtig krank. Nee, Casual Gamer 1. Genau, der Junge, der ist auch krank. Jungs, der ist richtig krank. Und der hat keine 10er KD. Vor allen Dingen heißt Casual Gamer, das heißt ja Gelegenheitsspieler. Das merkt man, ne? Triple Morph im Live Commentary. Ja. Gelegenheitsspieler. Aber geil. Das war nicht der. Aber Jungs, der hat nicht mehr als eine 5er KD. Und der macht einen Quad Morph Fail im Live Commentary. Ja. Und ja. Ich wollte mir jetzt erzählen, dass einer nur 10er Morph schafft. Das schaffst du in 10er Morph. Mit 10er KD mit Prestige 15, das geht nicht. Das ist so, du hältst das geht nicht. Quote, du hältst auch wenn du krank bist, auch wenn du unnormal bist, auch wenn du irgendwie gestört bist im Spielen. Du kannst deine Quote nicht auf 10 halten, das geht nicht. Das heißt, du machst 100 Kills und hast 10 Tode. Ja. Jedes Spiel, also so ungefähr eine Differenz. Ja, aber das Problem das ist, geht ja, gar nicht. Du hältst es nicht, das ist unmöglich. Es kommt, schau vor, es kommt ein Clan. Alle eine Zweierquote. Du willst mir jetzt nicht sagen, wenn da drei Leute vor dir stehen, dass du die alle fickst, Alter. Ja. Das ja. geht nicht. Du wirst diese Quote von 10 niemals dauerhaft halten können. Ja, das du stimmt. Wirst, außer du Rage quittest. Ich guck erst immer so Quote und dann gucke ich Siege und Niederlagen. Die meisten, die eine gute Quote haben, die haben Niederlagen bis zum Ende. Die haben, glaube ich, Niederlagen die haben fünfmal mehr Niederlagen als Siege. Ja. Das ist nicht mehr schön. Dann würde ich sagen, bist du jetzt am Ende oder hast du noch was? Nee, ich habe nichts mehr. Genau, oh yeah. Dann würde ich mal sagen, Leute, haut rein und Samuel kann sich ja gerne nochmal verabschieden. Yo, haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal und tschüss. Okay, Leute, auf Wiedersehen. Jo, wir sehen uns beim nächsten Mal und ja, okay, also ciao. Was genau? Scheiße. Ja, Alter, wie ich gekillt wurde. Der ist im Laufen und hat einen Double Shot gemacht. Hast du jetzt Rocky Family Beach, everybody, yo, big newbie.